ganz klassisch. Reitstock und... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zuallererst grüße meine Abonnenten und alle anderen, die zuschauen. Es freut mich, wenn ihr wieder dabei seid. Heute werden wir eine Beilagscheibe im Außendurchmesser nacharbeiten. Manchmal kommt es eben halt vor, dass man halt nicht die entsprechende Größe hat oder sie nicht passt und eben nachgearbeitet werden muss. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich das mache und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Anschauen. Um die Beilagscheibe im Außendurchmesser bearbeiten zu können, spanne ich mir ein Stück Rundstahl ein. In diesem Fall ist es ein 45 mm Rundstahl. Und ich mache jetzt Folgendes, ich plane und dann drehen wir uns einen Ansatz hin. Der Ansatz ist ein bisschen kleiner wie der Bohrungsdurchmesser der Beilagscheibe und die Länge des Ansatzes wird 4 mm sein. Unsere Beilagscheibe hat eine Dicke von 5 mm und dann, wenn wir das haben, geht es weiter. Als Material verwendet ihr bitte Stahl. Aluminium eignet sich weniger, das liegt eben daran, Stahl einfach besser nachher, wenn wir das bearbeiten, die Kraft besser übertragt. Aluminium gibt zu viel nach. Den Ansatz werde ich jetzt durch Plandrehen machen. Hier muss ich ein bisschen rechnen. Ich habe hier einen Außendurchmesser von 45 mm. Der Durchmesser der Bohrung von meiner Beilagscheibe hat 23. Das heißt, es ergibt einen Unterschied von 22 mm. Und eine Umdrehung mit dem Handrad hat 4 mm. Das heißt, ich muss 5 ganze Umdrehungen reinfahren und dann nochmal 2 mm. Das muss ich halt jetzt einfach mitzählen. Das erste Mal messe ich jetzt mal grob nach. Es geht nur darum, dass ich mich nicht verzählt habe. Und wir haben jetzt 23,5. Das ist jetzt okay. Ich muss dann eh noch schlichten. Also von dem her passt es auch. Der Ansatz ist soweit geschrubbt. Jetzt kann ich mit dem Schlichten beginnen. Ich brauche ein Maß von 22,8 mm. Wie in den vorigen Videos, ich kratze mit dem Handrad an, stelle jetzt mal 2 Zehntel zu, messe und dann kann ich den Rest ganz einfach zustellen. Ich habe jetzt hier ein Maß von 23 mm, das heißt, ich muss nochmal 2 Zehntel wegnehmen und dann den Rest probieren wir dann eben einfach. Thank you.
Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Ja. Genau. Eine leichte Strenge, es lässt sich noch drehen. Und weiter geht's im Takt. Kommen wir zur ersten Methode. Da nehme ich so ein flaches Andrückteil. Ich habe hier eine Zentrierspitze, wo ich die Spitzen vorne austauschen kann. Setze ich hier ein. Jetzt drücke ich halt damit an. Klemme gut fest. Und das Handrad muss wieder über den Totpunkt sein, damit es nicht locker wird. Und wer das nicht hat, da zeige ich euch die zweite Methode jetzt. Die zweite Methode, natürlich ganz klassisch. Ich mache das mit einer Druckplatte. Gehe jetzt hier mit meiner Spitze so ran, klemme den Reitstock und natürlich wieder fest andrücken. Wichtig ist hier jetzt natürlich das Handrad auch hier über den Totpunkt ansetzen. Und nun kann damit begonnen werden, den Außendurchmesser zu überdrehen. Jetzt sind wir am Ende angelangt von unserem Video. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten und wie immer an dieser Stelle würde ich mich sehr über Kommentare freuen. Was hat euch gefallen? Was kann man besser machen? War alles verständlich? Darüber würde ich mich sehr freuen und ihr unterstützt mich auch ein bisschen. Ich wünsche euch jetzt einen sehr schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Fertig.